It's Yuki Time und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Oras Wi-Fi Battle. Und ja, gestern waren halt richtig viele Kämpfe, es hat über mega viel Spaß gemacht. Ich habe mit Ali gekämpft, mit dem nackten Ninja, der nackte Ninja auf jeden Fall übercool und Pokefan. Und ja, es hat über viel Bock gemacht mit euch gestern. Wir haben Multikämpfe gemacht, es war richtig geil. Ja. War ein paar Fun-Turniere halt so, also ein paar Fun-Kämpfe waren dabei. Morgen wird auf jeden Fall so das Turnier starten, ich freue mich schon drauf. Hier seht ihr auch gerade so mein Turnierteam, was ich hier am Start bringe mit der Megaform von Deoxy, ein Viscogon. Dann natürlich das neue Pokémon mit am Start, Donphan, über mega geil. Dann mein neues Lieblings-Pokémon, was wir gestern noch so abgefeiert haben, das Raikou. Habe ich auch gestern so ein bisschen ja, getauscht mit den anderen, mit so ein paar Pokémon, die mir noch gefehlt haben. Ja, auf jeden Fall mega krasses Teil. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Dann hier auf jeden Fall mein Libeltra und natürlich Entei. Und mein Gegner ist der liebe Ash. Der schenkt mir irgendwie mal Pokémon. Übercool, der Typ. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall vorher gekämpft. So ganz spontan hat er mich herausgefordert, als ich mal ein bisschen Luft hatte nach den ganzen anderen Kämpfen. Und ja, er hatte auf jeden Fall erstmal drei Übers im Team gehabt. Fand ich nicht so geil. Ich habe trotzdem gekämpft. Aber als ich dann gemerkt habe, dass sein Darker einfach alles einschläfert, hatte ich dann keinen Bock mehr. Ich habe dann reingeschrieben, ja, keine Übers und so. Und ja, dann hat er mich noch mehr herausgefordert. Und ich gucke so in sein Team, okay. Das, ja, Darkrai war nicht mehr am Start und ich dachte so, okay, damit kann ich leben. Ja, hatte davor auf jeden Fall ein paar gute Predicts. Also ich habe so einen übelst geilen Switch in predicted. Er kam irgendwie mit seinen Lapras, hat es dann ausgetauscht in sein Rayquaza und ich habe da mit Kraftreserve Eis ihn einfach dann platt gemacht und dann hat er einfach abgebrochen, glaube. Also, aber ich weiß nicht, ob er das Kampf war, es war irgendwie ein anderer Kampf, keine Ahnung. Und den konnte ich natürlich dann nicht mehr zeigen. War auch überkrass und ich muss sagen, mit dem Team, ja, man denkt so, mit den Tiers bin ich klar im Nachteil, aber war eigentlich auf jeden Fall richtig gut am Start. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Tiers sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass Arceus ein Über ist, das weiß ich auf jeden Fall. Deoxy ist auf jeden Fall OU und Galakladi ist glaube ich auch OU. Der Rest ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, das Phazasnob ist vielleicht Never Used oder so, keine Ahnung. Magmabrand und sein anderes Teil da. Ja, vielleicht underused oder so, oder keine Ahnung, vielleicht noch drunter. Vielleicht war es sogar ein bisschen ein Nachteil, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich den Kampf trotzdem zeigen, einfach weil man einfach alles platt machen kann, wenn man echt ein gutes Team hat. Das Team, was ich da gebaut habe, ist auch ein bisschen spontan entstanden. Also, ich habe mir nichts wirklich dabei gedacht. Deoxy auf jeden Fall als Feen-Pokémon, um halt mit der Mondgewalt einiges hart zu treffen. Es ist auch relativ schnell. Beim Team habe ich auch darauf geachtet, dass ich ein paar sehr schnelle Pokémon am Start habe, wie eben das Raikou. Dann eben mein Donphan, das habe ich ja von Andy bekommen, einfach um halt Tarnsteine auszulegen. Und das Teil hält auch einiges ab. Ich bin überrascht, wie tanky das Teil ist. Ist auf jeden Fall überkrass. Viscogon natürlich mit der Offensivweste. Das Teil überlebt auch mal einen Dracometeor, also überkrass. Raikou, wie gesagt, es muss sauschnell sein. Es trägt ja auf jeden Fall den Walschall, um noch schneller zu werden. Kann dafür natürlich nur eine Attacke dann immer einsetzen. Muss man halt immer gucken, was man halt einsetzt. Auf jeden Fall trotzdem überkrass. Libeltra natürlich, um halt ein paar coole Attacken zu haben. Ist auch relativ schnell. Hat auch einen Dracoklaube drauf. Ne, eine Drachenklaue hat es drauf. Ich habe eine Drachenklaue drauf gemacht. Auch übercool. Und ja, Entei natürlich mit Läuterfeuer. Um einfach mal hier einiges, wenn man Glück hat, natürlich auch zu verbrennen. Was natürlich auch ab und zu mal passieren kann. Ziemlich cool. Und ich bin auch viel besser geworden, muss ich sagen. Gut, in dem Kampf sieht man das nicht. Ihr werdet das vielleicht dann in den anderen Kämpfen sehen. Ich werde das auch so ein bisschen hochladen, nachdem, wie ich die Kämpfe so beurteile und finde. Und ja, ich bin wesentlich besser geworden, Leute. Ich habe jetzt auch gestern relativ viel gewonnen. Und ich muss auch besser werden, um hier einfach auch ja, für meinen YouTube-Kanal hier so eine Stellung zu bewahren. Und auch mal vielleicht ein Andy zu schlagen, das wäre mega wichtig. Ja, ich mache hier erstmal die Mega-Entwicklung und ich weiß, egal was er macht, ich muss es einfach überleben und die Mondgewalt wird ihn zerstören, wenn er nicht auswechselt. Ich habe gehofft, dass er nicht auswechselt. Er setzt die Psychoklinge ein, die trifft schon relativ hart, aber die Mondgewalt ist natürlich viel, viel stärker. Und ja, durch die Mega-Entwicklung bekommt natürlich die Yangtze auch nochmal so einen kleinen Boost. Ich muss auch sagen, hier waren ein paar Missklicks mit drinne, die ich gemacht habe. Einfach weil ich ein bisschen aufgeregt war und weil halt alle mich zugespammt haben auf Skype und da musste ich immer mal nebenbei gucken. Ja, hier der Diamantensturm. Ich wollte gucken, wie viel Schaden das macht und natürlich, um meine Verteidigung ein bisschen hoch zu boosten.
Und ja, macht jetzt nicht so viel Schaden, aber trotzdem nicht schlecht. Lohe Kanonade, natürlich eine starke Stahlattacke, aber ich überlebe die einfach mal. Wahrscheinlich durch den Boost, durch den Diamantensturm habe ich mich überkrass gefreut. Und jetzt kommt natürlich erst die Mondgewalt und die zieht natürlich auch noch nicht so viel ab. Ich habe überkrasses Glück, dass sein Special-Angriff nochmal sinkt und der Rückstoß, also dass er nicht mehr angreifen kann. Wie geil war das denn? Sonst wäre natürlich hier mein Mega-Digans hier raus gewesen. Und sein Shiny Arceus ist raus. Ich wusste noch nicht mal, was es ist. Ob es jetzt Fee war, kann ich nicht sagen. Oder Psycho, keine Ahnung. Die Farbe konnte ich irgendwie nicht einordnen. Jetzt kommt sein Zappelarang, Schwebe und so weiter. Das hatte keine Wirkung, hat mich übelst angekotzt. Aber wie geil ist das denn? Ich überlebe hier den Knirscher. Natürlich wieder voll der Missklick von mir gewesen. Aber naja, gut. Die Mondgewalt kommt. Ich kann hier nochmal extrem Schaden drücken. Was ziemlich cool ist. Aber leider nicht zerstören. Ich dachte so, fuck, wieso mache ich so einen Missklick? Ich hätte ihn noch voll noch aus dem Spiel nehmen können. Und ja, mega Dianxi hier an der Stelle, auch mega Balki, was das halt aussieht, ist echt mega krass. Nach dem Diamantensturm auf jeden Fall steigt ja nochmal, wie gesagt, die Verteidigung. Das ist schon echt cool. Hab kurz überlegt, was ich jetzt bringen kann gegen seinen Zabelarang und hab dann halt mein Raikou gebracht. Weil ich halt dachte, ja, mit Worldwechsel, wenn ich jetzt rausgehe, habe ich wieder das Momentum bewahrt und er weiß nicht, was ich bringe. Und ja, müsste er auf jeden Fall sehr viel Schaden drücken. Und es hat das Ding auch rausgenommen, obwohl es wie gesagt auch Typ Donner sein muss. Also ist es glaube ich auch. Und ja, mein Raikou kommt auch wieder zurück. Mein neues Lieblings-Pokémon, was wir alle übergeil feiern. Und auch sau stark ist und sau schnell ist. Also das Teil ist auf jeden Fall mega krass. So, ja, und jetzt habe ich meinen Donphan gebracht. Er bringt seinen Dianxi ins Spiel, hat mich gefreut. Weil das Teil kann ja nicht so viel machen. Er setzt den Diamantensturm ein. Wahrscheinlich auch, um seine Verteidigung zu boosten. Das ist mir aber relativ egal. Und das zieht mal rein gar nichts ab, ja. Leute, das ist ein OU-Pokémon. Und sau stark. Und wenn man halt die richtigen Pokémons dagegen bringt, egal welches Tier, man kann einfach gut dagegen halten. Und hat mich natürlich mega gefreut. Donphan natürlich auch mega wichtig, weil ich hatte kein Pokémon bis jetzt drin gehabt, was Turboträger dran, um auch selber mal die Tarnsteine rauszubringen und auflockern, finde ich jetzt auch nicht mehr so geil. Ja, und hier natürlich wieder der mega krasse Missklick mit Turboträger. Ja, ich mache dann nochmal schnell eine Prio-Attacke, aber ja, egal. Ich hätte wahrscheinlich auf Erdbeben gehen müssen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, die Mondgewalt bringt mich hier noch nicht raus. Richtig geil. Ich gehe hier nochmal auf den Eissplitter. Ich glaube, ich habe echt gehofft, ihn einfrieren zu können. Keine Ahnung. Und dann mal ein bisschen was auszuprobieren. Aber ja, ist nicht so schlimm. Donphan hat die Tarnsteine rausbekommen. Das war mega wichtig. Und man konnte halt sehen, dass Donphan auch mega bulky ist. Und ein paar Mal Mondgewalt aushält. Und ja, jetzt kommt ja wieder mein Raikou. Und jetzt heißt es einfach nur den Gegner zerstören. Das war einfach nur mein Ziel. Voltwechsel hier natürlich auch nochmal, um halt das Momentum zu bewahren, um wieder rausgehen zu können. Und ich wusste, Voltwechsel wird auf jeden Fall wieder schön Schaden drücken. Und ja, jetzt kommt wieder mein Entei ins Spiel und Läuterfeuer ganz klar. Und ich habe sogar auf Bitte überlebt irgendeine Attacke von diesem Teil. Er macht Diamantensturm und Leute, ich habe 190 KP. Und nach dieser Attacke habe ich sage und schreibe 34. Ich war so gefickt eigentlich. Und ja, ich setze jetzt Läuterfeuer ein. Und überkrass, er hat doch 1 KP oder so. Und er kriegt den Burn und ich habe das einfach so gefeiert. Entei hat ja auf jeden Fall die wichtigste Arbeit geleistet, weil einfach ein Pokémon rausbringen. Das hat er auch geschafft mit dem Burn-Schaden. Ist natürlich auch immer ein bisschen mies, wenn der Gegner dann den Burn-Schaden bekommt oder den Burn bekommt, aber er hatte nur noch 1 KP, also er wäre so oder so raus gewesen, wenn mein Raikou gekommen wäre. Ja, jetzt ist das Teil hin. Und ich dachte so, ja, die Yancy ist auch weg und ich hatte nicht die Megaform war, weil die Megaform ist schon echt mega stark. Ja, und jetzt kommt ja wieder mein Raikou, überepisch das Teil. Er bringt seinen Phasersnob und. Ja, Leute, was will ich da machen? Ich gehe natürlich auf den Donnerblitz. Das Teil muss raus. Ich wusste auch gar nicht, warum Phasersnob. Ich weiß gar nicht, was das Teil kann. Er setzt einen Scanner ein. Okay, er schützt sich hier nochmal, aber ja, es bringt ihm jetzt auch nicht so viel, weil nächste Attacke und er ist raus. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was das Teil kann. Ich habe das auch noch nie gesehen in einem Online-Kampf. Deshalb denke ich einfach mal, es ist Enyu oder so. Also, es hat auf jeden Fall null Chance gegen meinen Raikou. Und ja. Er bringt jetzt hier nochmal seinen Magbrand. Ist natürlich auch ziemlich cooles Pokémon, aber ja, ich finde es halt auch sau schwach, ne? Also ich würde es niemals selber nutzen. Okay, ich würde es wahrscheinlich irgendwann mal nutzen, wenn ich irgendwie wieder mal ein paar witzige Pokémon zeigen möchte. Und so konnte man halt sehen, dass das Raikou halt echt mega stark ist. Holt euch ein Raikou. Und ja, war halt ein witziger Kampf. War jetzt nichts Besonderes, nichts Spannendes, nichts Strategisches. Ich wollte es einfach nur mal zeigen.
War halt auch ein spontaner Kampf. Ja, halt locker gewonnen. Konnte halt auch nicht mal alle Pokémon bringen. Ich hatte, wie gesagt, noch mein ja, Viskogon und mein anderes noch, mein Libeltra. Und ja, war halt ein cooler Kampf, war witzig. Und yo, schaltet wieder ein, wenn es heißt, It's Yugi Time!